Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Gespräch aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Mein Name ist Nils Hensel und ich begrüße herzlich meinen Kollegen und Interviewgast Christian Müller-Hergel. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Wissenstransfer in der gerontopsychiatrischen Versorgung. Mein Kollege Christian Müller-Hergel arbeitet seit über 20 Jahren in der Wissensvermittlung als Dozent in Deutschland, Österreich und der Schweiz, unter anderem für die Universität Wittenherdecke und die Hochschule Osnabrück. Meine erste Frage: Wie hat sich das Feld der Gerontopsychiatrie und damit der Wissenstransfer in den letzten 20 Jahren aus deiner Sicht verändert? Ja, danke schön für das Gespräch und das Interview. Also es wird in der Gerontopsychiatrie viel Wissen produziert, primär natürlich in den Feldern der Medizin, aber auch der Psychologie. Im Feld der Pflege schon deutlich weniger, wenn dann eher so im Feld, was zum Beispiel zur Entlastung von Angehörigen beiträgt, dann gibt es manchmal auch Interventionsforschungen zu bestimmten Interventionen wie zum Beispiel Musik oder Kunsttherapie oder Ähnliches. Aber zu dem eigentlich relevanten pflegerischen Wissen gibt es relativ wenig Forschung. Also was bedeutet es eigentlich, einen Menschen, der psychisch verändert ist, zu pflegen, zu ernähren, zu versorgen? Und zwar spezifisch mit dem Blick auf gerontopsychiatrische Themen. Also ein Mensch, der jetzt depressiv ist oder das ist relativ selten. Wenn, dann kreist sich das immer auf das Thema Demenz ein, manchmal auch noch ein bisschen in Richtung Delir. Aber damit hat sich's auch. Der zweite Aspekt dabei ist, Implementierungsfragen haben in den letzten 20 Jahren sehr viel mehr Raum eingenommen. Also nicht die Frage, was hilft, sondern wie kann man das implementieren, einpflegen, einbringen in die Arbeit. Ja, das hat also zugenommen. Da gibt es inzwischen auch eine ganze Reihe an recht gutem Wissen, wie man etwas implementieren kann, aber wiederum eine geringe Rezeption. Also das, was man weiß, wird relativ wenig umgesetzt, auch was Implementierungsprozesse angeht. Ja, dabei muss man natürlich immer bedenken, dass die realen Praxisfragen der Pflegenden für die Frage, welches Wissen produziert wird, relativ irrelevant ist. Also Wissen wird produziert nach Ausschreibungen. Ausschreibungen werden getätigt von Wissenschaftlern für andere Wissenschaftler, richtet sich nach der jeweiligen Studienlage und nach den Interessenschwerpunkten der ausschreibenden Stellen, die wiederum weitgehend von Wissenschaftlern gemanagt werden. Dabei spielen die realen praktischen Anliegen der Pflegenden nur sehr bedingt eine Rolle. Und wenn, dann eher im funktionalen Zusammenhängen, also zum Beispiel jetzt Dekubitus oder Lagerung oder Ernährung, aber was Umgang, Tagesgestaltung, Strukturierung, das Wie der Pflege angeht, da gibt es wenig Wissensproduktion. Ja, und noch ein letzter Punkt, es ist schon erstaunlich, auch die Pflegewissenschaftler im psychiatrischen Feld haben sich um die Gerontopsychiatrie fast überhaupt nicht gekümmert. Also es gibt dann durchaus Forschungen zum Beispiel zur ambulanten Versorgung psychisch Kranker und wie man die optimieren kann, aber eben nicht im Arbeitsfeld der Gerontopsychiatrie. Also alles das, was mit alten Menschen zusammenhängt, da lässt auch die klassische psychiatrische Pflegeforschung ihre Finger von. Also insofern zusammenfassend, viel Wissen wird produziert, relativ wenig, was die, ich sag mal, Umgangsfragen und psychiatrischen Fragen, die Beziehungsfragen angeht. Und wenn, dann doch eher relativ funktional eingeschränkt. Ja, tatsächlich noch eine Zwischenfrage. Kann das auch damit zusammenhängen, dass die Pflege so gering akademisiert ist? Es gibt ja nur einige tausend Pflegewissenschaftler. Der Anteil von studierten Pflegenden ist ja sehr gering, beim halben Prozent. Das spielt bestimmt eine Rolle. Zudem die ausschreibenden Stellen
sind selten mit Pflegewissenschaftlern bestückt. Das sind Mediziner, Juristen, Psychologen, wenn man Glück hat, die solcherlei Dinge formulieren und Ausschreibungen vorbereiten. Pflegewissenschaftler sind daran herzlich wenig beteiligt. Ja. Ja, kommen wir nochmal auf den Punkt der Wissensbasis der pflegerischen Arbeit. Ein Teil davon ist ja die Arbeit des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung, des DNQP und die dort kuratierten Expertenstandards. Das DNQP hat 2018 einen Expertenstandard für die Pflege von Demenzkranken veröffentlicht. Im Mittelpunkt dieses Standards steht die Beziehungsgestaltung zwischen Pflegenden und Personen mit einer Demenzerkrankung. Christian, du hast die Erstellung dieses Expertenstandards wissenschaftlich begleitet. Wie kann der Expertenstandard die pflegerische Kompetenz auch im Umgang mit demenziellen Erkrankungen stärken? Ja, vielleicht eine kleine Anmerkung. Also ich war nicht im Wissenschaftsteam, sondern in der Expertengruppe. Das ist schon ein Unterschied. Ja, aber auf deine Frage. Ich denke, der Sinn dieses Expertenstandards liegt eher auf einer Ebene der Systeme und der Organisationen. Also die Pflegekraft vor Ort wird sich das wohl kaum antun, sich dieses Werk anzuschauen. Aber es liefert auf einer, ich sag mal, systemrelevanten Ebene Begründungen, sich teilweise von funktionsorientierter Pflege zu distanzieren. Also das klassische Pflegebild, das die Menschen im Kopf haben und das auch gesellschaftlich von Relevanz ist, das ist Zivilisierungsarbeit. Also Ordnung herzustellen, Disziplin herzustellen, ein sozialnormativ vorzeigbaren Leib zu produzieren, das ist das primäre Produkt. Und Beziehungsarbeit wird eher so als Randthema betrachtet. Ja, man muss sich schon mit den Leuten verstehen, damit die dann sich auch der Pflege fügen. Ja, aber Beziehungsarbeit ist eher so ein Add-on, vielleicht so ein Präludium zur Fuge. Ne? Und der Beziehung und der Standard hier, Expertenstandard Demenz, der setzt hier ganz deutlich mal einen anderen Akzent, steht aber damit auch relativ isoliert in der Landschaft. Also es ist ein Standard, der sehr anders ist als die üblichen anderen Standards. Er ist wenig verbunden auf der Systemebene mit dem, was die anderen Standards sagen. Ja, es ist also von der Schwerpunktsetzung ist er genauso organisationsbezogen wie auf die einzelne Pflegekraft. Das ist bei den anderen Standards nicht so der Fall. Ne? Er erklärt ein Stück weit, was unter Beziehungsarbeit zu verstehen ist. Auch das ist in der Pflegelandschaft nicht so wirklich klar. Er setzt einen Rahmen für Aus-, Fort- und Weiterbildungen. Ne? Was allerdings sehr stark fehlt, das sind Hilfestellungen für den Transfer, für die Operationalisierung. Aber noch einmal, ich denke, er liefert einen Begründungshorizont, um sich in bestimmten Kontexten von dem Primat der Zivilisierungsarbeit abzukehren. Da sehe ich am ehesten seinen Sinn. Ja, die Frage, die sich Pflegende dazu oft stellen, ist ja, was ist der entscheidende Punkt, um diese Pflegequalität und den Wissenstransfer da sicherzustellen. Also wer ist dafür verantwortlich, dass das sichergestellt wird? Naja, also im Prinzip erstmal jeder im Feld. Ne? Also ganz egal, ich bin auch eigentlich als Pflegender verpflichtet zu lesen, mich zu informieren, auch wenn das viele eben nicht tun. Ne? Aber noch einmal, also Wissenstransfer und Entwicklung von Pflegequalität ist viel zu wenig systemisch implementiert. Also zum Beispiel ein Arzt, der hat ja gewisse Anteile seiner Arbeitszeit, muss der lesen. Für Pflegende sind diese Anteile nicht vorgesehen. Da fängt es schon an. Werden bestimmte Fortbildungen für bestimmte Themen pflichtmäßig gemacht? Bislang ist das vor allen Dingen witzigerweise für die Betreuungskräfte der Fall, aber nicht so sehr für die Pflegende der Fall. Also was also fehlt, das ist ein systemisch verankertes
System, um Wissenstransfer beständig im Sinne eines Rolling Programs, also eines Programms, das bestimmte Themen regelmäßig wiederholt in den Institutionen, in den Qualitätsmaßstäben, aber auch in den finanziellen Regelungen so zu verankern, dass keine Pflegekraft überhaupt in einem Heim arbeiten kann, ohne innerhalb von 3 Monaten eine Fortbildung, eine erste zu einem bestimmten Thema zu bekommen. Also jede Organisation muss sich ja eigentlich als lernendes System auffassen und beschreiben und müsste auch darstellen, wie sie letztlich diesen Lernprozess organisiert. Und eben dieser müsste natürlich auch adäquat refinanziert werden, denn eine Einrichtung kann das ja nicht auch so aus dem Ärmel schütteln. Also mir ist dieses Thema Fort- und Weiterbildung gerade im Psychiatriebereich noch viel zu sehr in das Belieben des Einzelnen oder der einzelnen Organisation. Da ist es verankert und viel zu wenig auf der Systemebene. Ja, der Wissenstransfer verschiebt sich ja zusehends ins Digitale. Wir haben das ja nicht nur in den letzten 2 Jahren gesehen. Was wären da aus deiner Sicht da die Vorteile und die Herausforderungen? Also wenn man mal Lernprozesse oder Studien sich anschaut, die sich um Lernprozesse in diesem Feld kreisen, dann ist eigentlich so Konsens, das habe ich auch so in den letzten Newsletter und in anderen Beiträgen immer mal wieder versucht darzustellen, dann ist es nicht so, dass wir ein gewisses Thema haben, wie Demenz zum Beispiel oder Depression, und dann wird das so vorgetragen, sondern die Idee ist eigentlich immer, dass das Lernen um den Fall sich herum gruppiert. Das heißt, der wichtigste Lernort ist das Team und seine Fälle. Ja, es gibt also keinen Ersatz für die Wissenskreation im Teamgespräch. Damit meine ich, dass das Team an dem Ort, wo es lebt, in der Umgebung mit diesen Bewohnern sich mit dieser Situation auseinandersetzt und für die Weiterentwicklung dafür Wissen heranzieht. Und das kann natürlich teilweise durchaus digital passieren, indem man zum Beispiel unseren Newsletter liest oder indem man sich Beiträge anschaut oder so, ja. Aber letztendlich ist dieser Lernprozess im Team, der ist das Zentrum. Und ob der nun analog und digital da, das wäre für mich nicht so entscheidend. Wobei meine Erfahrung die ist, dass gerade im digitalen Lernen so diese Erwartung, bedient zu werden, eine größere ist. Nicht? Also wenn ich so in diese Röhre reinschaue bei einer typischen Zoom-Veranstaltung, dann schalten die Leute oft ihren Fernseher ab und ich schaue in so ein Black Hole und weiß nicht, wie da die Resonanz ist. Also wirklich prickelnd ist das nicht. Aber digitales Lernen im Zusammenhang von Blended Learning, also mit bestimmten Aufgaben, mit bestimmten Rechercheaufgaben, die dann aber letztlich wieder münden in der Fallarbeit im Team. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, wichtig vielleicht noch, das will ich noch anmerken, für digitales Lernen ist eine möglichst nicht akademische, aber dennoch anspruchsvolle Sprache. Ja, dass man also auf den wissenschaftlichen Jargon verzichtet. Man kann auch komplizierte Sachverhalte anschaulich darstellen. Das scheint mir eine Möglichkeit zu sein, auch so auf digitalem Wege komplexe Zusammenhänge mal auf eine Weise darzustellen, sodass man sich das mal so anschauen kann. Ja. Aber wichtig ist dabei, dass man auf die Sprache achtet als wesentliches Element dieser Übersetzungsvermittlungsarbeit. Das ist ja teilweise das, was wir in diesen Jahren versucht haben. Genau, da komme ich dann auch schon direkt auf das Dialogzentrum Demenz seit 2005 und das Dialogzentrum Leben im Alter dann seit 2019. Hier können sich ja professionelle Pflegende und pflegende Angehörige umfassend über unterschiedliche Themen der gerontopsychiatrischen Pflege kostenfrei informieren. Also warum braucht es ein Dialogzentrum und die Entwicklung neuer Formate des Wissenstransfers, jetzt wie hier an der Hochschule Osnabrück oder auch an anderen Institutionen? Also noch einmal, ein Großteil der Wissensproduktion ist für die Nutzer nicht erreichbar. Ja, das
wie ich schon eingangs sagte, also die Wissensproduktion auf der einen Seite und die Nutzung dieses Wissens, die gehen immer weiter auseinander. Das hat was damit zu tun, dass Forschende die Pflegenden vor Ort nicht als die eigentlichen Auftraggeber ihrer Arbeit verstehen, sondern irgendein Ministerium oder irgendeine andere ausschreibende Stelle, von der sie Mittel beziehen. Aber dass der Pflegende vor Ort mir eigentlich den Auftrag gibt, das ist vom System her so nicht gedacht. Also insgesamt noch einmal geht das immer weiter auseinander und es braucht solche Brücken, solche Übersetzungsorte, wo das in einem Format und in einer Sprache und in einer Nutzung unterschiedlicher Möglichkeiten erfolgt, die Nutzer erreichen kann. Aber trotzdem, was wir bei uns ja gemacht haben, muss man sagen, also Wissen wird zumeist doch auch eher rezipiert, konsumiert, entgegengenommen. Einen echten Dialog haben auch wir eher selten erlebt. Also wenn ich mich so an die Jahre erinnere, mit wem haben wir Dialoge gehabt? Das waren dann doch eher Pflegelehrer, das waren dann eher andere Akademiker, das waren Menschen, die so freiberuflich in der Fort- und Weiterbildung unterwegs sind, das waren manchmal Leitende, Qualitätssicherer, also Leute, die, sagen wir mal, in diesem, ich sag mal, gehobenen Dienst unterwegs sind. Ne? Aber ich kann mich jetzt kaum an eine normale Pflegekraft vor Ort, an eine examinierte Pflegekraft erinnern, die zu bestimmten Fragen sich an uns wendet. Das ist, hat es hier oder dort gegeben, aber es ist relativ wenig. Ne? Naja, und man muss natürlich auch sagen, also es ist schwierig, Pflegende mit denen wirklich in einen Dialog zu kommen. Es ist schwierig, mit den Wissenschaftlern wirklich in einen Dialog zu kommen. Und es ist außerordentlich schwierig, diese beiden miteinander in einen Dialog zu kommen, wenn es sich nicht um ein sehr klar definiertes Projekt handelt. Also wo Wissenschaftler in Einrichtungen gehen und sagen, wir haben hier eine Ausschreibung, wir brauchen ein Feld, um Daten zu sammeln. Dann gibt es natürlich sehr fokussiert diese Form des Austausches. Aber dass Wissenschaftler eigentlich ihre Themen, zu denen sie forschen, generieren, aus und mit den Pflegenden zusammen, das passiert eigentlich nicht. Insofern glaube ich, ist die Idee von Detlef Rüsing, meinen Kollegen, so einer nutzerorientierten Forschung. Also es braucht nicht nur eine Ethikkommission, es braucht auch eine, wenn man will, Nutzerkommission. Das halte ich schon für die richtige Richtung. Aber da sind wir noch sehr lange von entfernt, weil Wissenschaft sich in der Regel auch so nicht versteht. Ja, das ist ein, wenn man will, eigenes Feld, ein eigener Diskurs, der nur tangential mit den Nutzern in Berührung kommt. Leider ist das so. Ja, nicht zu vergessen, die große Gruppe der pflegenden Angehörigen, die sich ja bei uns auch zum Teil und wahrscheinlich Richtig. Auch im Dialogzentrum Demenz vorher ja. auch gemeldet haben. Und da schließt sich dann auch meine direkt nächste Frage an. Du hast dich ja intensiv mit Forschungsdesigns und Studien beschäftigt, viel auch aus dem angloamerikanischen Raum. Hier verweise ich gern auf den Forschungsnewsletter, der in DZD und DZLA entstanden ist. Wie hat sich die Forschung gerontopsychiatrischer Themen aus deiner Sicht entwickelt? Also bekommen diese Themen in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit, dadurch, dass das Thema ja Pflege, das lässt sich ja auch anhand von Presseberichten und so weiter auch nachweisen, mehr Thema ist, also in unterschiedlichsten unterschiedlichsten Bereichen, auch im Wissenschaftsjournalismus und natürlich auch im Boulevard. Ja. Aber also noch einmal vor allen Dingen um das Thema Demenz. Ne? Also andere Themen, Persönlichkeitsstörungen im Alter zum Beispiel, bipolare Störungen im Alter, Depressionen im Alter, Late-Onset Alcoholism im Alter, solcherlei Dinge werden nur sehr marginal beforscht und wenn, dann selten mit einem pflegerischen Fokus. Also was bedeutet Late-Onset Alcoholism für die Pflegekraft im Altenheim? Da willst du in der Literaturrecherche so gut wie nichts finden.
Wie gehe ich mit einem schwer suchtkranken Menschen im Altenheim um, der ja nicht ins Altenheim geht, um dort einen Entzug zu machen, sondern dort zu leben und auch gar nicht in einer Weise gewillt ist, auf den Alkoholkonsum zu verzichten. Und wie gehe ich jetzt damit um, wenn der eingekotet ist, wenn der herumbrüllt, wenn der auf andere Menschen zugeht, wenn er ein schwieriges Verhalten an den Tag legt? Dazu gibt es sehr wenig. Ja, und so ist das mit den anderen Themen auch. Also ich merke das auch zum Beispiel sehr deutlich in dem Themen Depression. Also was bedeutet eben die Depressivität für die Art und Weise, wie ich Beziehungen in der Pflege, zum Beispiel bei der Morgenpflege, zum Beispiel beim Anziehen, zum Beispiel bei der Tagesstrukturierung, dazu gibt es sehr, sehr wenig Literatur. Das heißt, obwohl eigentlich viel geforscht wird, wird zu den zentralen Themen, nämlich wie ich mit gerontopsychiatrisch veränderten Menschen Pflegeprozesse gestalte, wahrnehme, wie ich mich dazu aufstehe. Nicht was ich tue, sondern wie ich das tue, was ich dort tue. Dazu gibt es sehr wenig Wissen. Ja, gut, soweit also. Kann man sagen, also auf der einen Seite wird einiges geforscht, aber der pflegerische Kontext im näheren Sinne, da gibt es weiterhin relativ wenig Zeug. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist international so. Also wenn man die einschlägigen Zeitschriften so durchforstet, da wird man selten etwas zu genau diesen Themen finden. Das wäre auch schon mal eine nächste Frage. So Community College verbindet ja auch den Gedanken, dass man die Community mit in die Wissensproduktion, wenn man so nennen möchte, mit hereinnimmt. Ne? Ja. Ja, also noch einmal, ne? Also insgesamt ist natürlich die Aufmerksamkeit für einige gerontopsychiatrische Themen, die ist gewachsen, aber das spezifische pflegerische Wissen zu diesen Feldern eigentlich eher nicht. Da versucht man dann Übertragungen zu machen aus dem psychologischen Bereich, aus dem ergotherapeutischen Bereich, aus dem physiotherapeutischen Bereich. Versucht man dann aus diesen Feldern, wie musst du jetzt den bewegen, wie musst du dem Nahrung anreichen, wie musst du Altersprozesse, da versucht man Analogien herzustellen. Aber diese Dinge werden quasi nicht wirklich aus der pflegerischen Logik heraus entwickelt. Da sehe ich einen enormen Bedarf an gerontopsychiatrischer Pflegeforschung. Ja. Ja, nach über 20 Jahren Erfahrung in der Fort- und Weiterbildung hattet ihr euch ja Gedanken gemacht, also Detlef Rüsing, unser Kollege, in einer Folge des Haustheaters über den Sinn von Weiterbildung in der Gerontopsychiatrie. Sollte es in der gerontopsychiatrischen Versorgung eine Pflicht für Weiterbildung geben? Wie können Pflegeeinrichtungen quasi den Wissenstransfer fördern, wenn sie dazu verpflichtet auch werden? Ja, habe ich ja schon ein bisschen was zu erzählt. Das ist natürlich die Verantwortung einer jeden Einrichtung. Es ist aber vor allen Dingen eine Verantwortung der Systemumgebung. Also wenn ich als Einrichtung nicht einen wirklichen Anreiz habe, in der Regel finanzieller Natur so etwas zu tun, dann werde ich das auf die Pflichtfortbildungen begrenzen. Da mache ich was für Notfalleinsätze und Feuerwehr und Hygiene und gehe aber nicht drüber hinaus. Also es gibt keinen wirklichen systemischen Anreiz, Wissenstransfer in Einrichtungen zu betreiben. Wäre das so eine Art Pflege-TÜV? Ja, zum Beispiel. Ne? Also zum Beispiel, dass du als Pflegekraft deinen Grad in der Pflege nur behalten kannst, wenn du bestimmte Pflichtfortbildungen gemacht hast. Dass du, wenn du als Einrichtung bestimmte Fortbildungen und Initiativen nicht machst, du zum Beispiel an Geldern verlierst. Ja? Also es müsste ganz klare finanzielle Anreize dafür geben, Wissenstransfer zu betreiben und damit auch die Qualität der Einrichtung weiterzuentwickeln. Da sehe ich im Moment noch keinen Ansatz. Es geht im Moment eher um Risikovermeidung und nicht um wirkliche Qualitätsentwicklung. Ja, eine letzte Frage und dann auch ein Ausblick, wie sich es in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Du begleitest ja sehr viele Pflegeeinrichtungen auch im Bereich Implementierung vor Ort. Was sind die größten Herausforderungen für erfolgreiche Wissensvermittlung und den Wissenstransfer in die Arbeit von Pflegeteams? Ja, das ist natürlich, sag mal, das ist das letztlich das komplexe
Geschehen, das uns in der Pflege ja seit Ewigkeiten beschäftigt, das sind schwierige Rahmenbedingungen, ja, die im Grunde genommen nur eine Art funktionale Notpflege ermöglichen. Wie soll denn eine Pflegekraft, die 8 bis 10, manchmal sogar 12 Personen in einer Schicht bewältigt, wie soll die dort Beziehungspflege betreiben? De facto ist das eine Lazarettsituation, in der sich viele Pflegende befinden, ne? In dem Zusammenhang der Personalwechsel, die Personalnot, also einmal investiertes Wissen einer Einrichtung geht mehr wieder verloren, weil die Leute weggehen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Damit lohnt es sich dann oft für die Einrichtung gar nicht, Menschen längerfristig zu qualifizieren, weil man ja gar nicht weiß, wie lange habe ich den noch. Ja, dann der große Herausforderung ist die wirklich tiefe, tiefe Verankerung von Zivilisierungsarbeit im pflegerischen Denken. Also das ist deeply learned, also sehr tief verankert. Und es bedarf eines sehr längeren Begleitprozesses, um, sagen wir mal, sich von funktionaler Pflege zu lösen und sich zu personenzentrierten Arbeiten hinzubewegen. Also das hat natürlich auch mit dem mangelnden Mut von Trägern und Leitungen zu tun, sich da dran zu machen. Denn wenn immer ich den zivilisatorischen Rahmen verlasse, dann werde ich natürlich auffällig. Dann gibt es Fragen. Da muss ich rechtfertigen, warum ich Frau Meier auf dem Boden kriechen lasse und Herrn Müller mit dem Essen spielen lasse und warum ich es gestatte, dass Menschen vielleicht länger in Betten liegen. Ja, also immer wenn ich den Auftrag, zivilisierte Leiber zu präsentieren, verlasse, dann entstehen Fragezeichen. Also es gibt so etwas wie ein Misstrauen der Gesellschaft gegen Institutionen der Angstbindung, die ja ein Altenheim darstellt. Also immer der Modus des Verdachtes, was machen die da eigentlich und geht das da mit rechten Dingen zu? Und von daher sind Einrichtungen oft in diesem Modus gehalten, sich nach außen zu rechtfertigen. Und wir tun ja alles, ja, so, also im Grunde genommen eine ängstliche Besorgtheit um den Ruf. Damit verhindert man aber, die realen Verhältnisse schonungslos auch nach außen darzustellen. Also der mangelnde Mut von Trägern und Leitungen, sich hier zu positionieren, der spielt hier schon eine wesentliche Rolle. Ja, und konkret vor Ort, da fehlt es oft an der fachlichen Begleitung und Anleitung im Pflegeprozess selbst, also an Mentoren, die quasi ihre Kollegen mit an die Hand nehmen und so auch Pflegewissen immer wieder neu in die Praxis überführen. Also so eine laufende Mentorenfunktion, die wäre eigentlich sehr wichtig, ne? Ja, und zum Schluss, was eben auch erfolgreiche Wissensvermittlung verhindert, das sind natürlich diese versteckten Teamdynamiken. Ne? Also Menschen, die, sagen wir mal, unter extremem Stress arbeiten, die bunkern sich ein, die entwickeln eine bestimmte Mentalität, die Lernprozesse eben sehr stark behindert und die im Endeffekt so darin mündet, warum soll ich denn was lernen? Ich kann ja sowieso nichts umsetzen. Ja, das sagen ja auch viele Pflegenden. Und wenn sich das über einen längeren Zeitraum so verdichtet, also wenn ich merke, es ist eigentlich egal, was ich lerne und wo ich etwas lerne, hier ändert sich sowieso nichts, ja, dann ist natürlich die Freude und die Lust daran, etwas zu entwickeln, sehr gering. Das Ganze ist natürlich immer, und das muss ich schon abschließend nochmal sagen, unglaublich abhängig von der jeweiligen Organisation. Also es gibt Organisationen, die das erstaunlich gut hinbekommen und es gibt Organisationen, die das überhaupt nicht schaffen. Ja, die also sich auf verschiedenste Weise immer wieder blockieren und nicht vorankommen. Also all die Dinge, die ich sage, muss man immer so unter diesem, wenn man will, Vorzeichen lesen. Die Unterschiede zwischen den Organisationen, wie sie sich Wissen aneignen und umsetzen, sind extrem unterschiedlich. Ja, noch angehängt dazu eine Frage. Ja. Kann das auch was mit fehlender Kultursensibilität zu tun haben? Auch ja, Sensibilität dafür, dass die Gesellschaft ja schon auch bunter geworden ist. In dem Sinne, ich hatte jetzt einen Artikel zu Migration und Pflege geschrieben, dass es ja eine wachsende Zahl gibt, auch von Gepflegten und aber auch professionell Pflegenden mit Migrationshintergrund. Und nicht Erstsprache Deutsch, die man da natürlich auch in der Demenz dann verliert schnell Deutsch. Ne?
Das kann ich dir gar nicht so sehr beantworten. Also, wir haben ja selber mal ein Interview gemacht in einer Einrichtung, wo Menschen, glaube ich, aus 7 oder 8 oder 9 Nationen eng zusammenarbeiten, und die waren ein super Team, konnten Wissen umsetzen, erlebt sich als hochkreativ. Ja, also ich denke auch hier, das hängt nicht wirklich von der Migrationsfrage ab, sondern von der Art und Weise, wie alltägliche Kommunikationsprozesse im Team gestaltet werden und wie jeder im Team das Gefühl entwickelt, in dem, was er tut, wirklich ernst genommen, aber auch gefordert zu werden. Also ein Team, noch einmal, das in engem Zusammenhang an seinen Fällen arbeitet und sich austauscht und darüber einen möglichst offenen Dialog gewinnt, das ist eigentlich der beste Ort für das Lernen und auch für die Entwicklung einer Einrichtung. Und das hängt von, ja, das wird natürlich sehr erschwert durch bestimmte Rahmenbedingungen, aber ich finde es dann immer wieder erstaunlich, dass trotz dieser Rahmenbedingungen es doch an dem einen oder anderen Ort gelingt, aber eben nicht in der Fläche, sondern es sind immer günstige Konstellationen, die das dann in dem Einzelfall ermöglichen. Ja, herzlichen Dank für das Ja. Gespräch, Christian. Ja, Ja. ich würde mich dann an dieser Stelle auch ganz gerne verabschieden. Ja, also ich werde nicht mehr weiter für das Zentrum arbeiten, Dialogzentrum Leben im Alter. Ich bin dankbar für die 3 Jahre, aber für mich schließt sich das jetzt ab. Ich werde vielleicht hier und dort noch mal den einen oder anderen Beitrag einbringen, aber sag mal, in der Regelmäßigkeit, in der das jetzt über die letzten Jahre der Fall war, das wird nicht mehr so sein. Insofern danke für die Arbeit dort. Sie finden alle angesprochenen Inhalte hier unter diesem Video in der Infobox. Wie zu jedem unserer Inhalte freuen wir uns auf Hinweise, Kritik, Anmerkungen und ja, weiteren Hinweisen von Ihnen. Ein Kommentar unter diesem Video, aber auch über unsere Kanäle auf Instagram, Facebook oder Twitter oder per Mail an die dzla@hs-osnabrück ist natürlich möglich. Auf unserem Blog www.dzla.de finden Sie ein Wissensmagazin mit unterschiedlichen Beiträgen, ja, schon in einer stattlichen Anzahl aus der Gerontopsychiatrie. Es besteht außerdem die Möglichkeit eines Gastbeitrages. Da können Sie gerne auch auf uns per Mail oder auch telefonisch zukommen. Im Namen des gesamten DZLA-Teams herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.